Irgendwann hat ein total unbekannter DJ einfach nachts wach sich geschnappt und hat das geremixed mit Lila Wolken. Vorher hatten wir, glaube ich, 5000 TikTok-Creations. Innerhalb von 48 Stunden hatten wir 35.000 TikTok-Creations. Das Ding ist komplett durch die Decke gegangen. Wir haben es dann nochmal als Remix ausgeliefert. Und mittlerweile hat sogar der Remix einen größeren Erfolg. Also wir müssen nicht lange drum rumreden. Wir hatten das hier eigentlich ein bisschen anders geplant. Wir wollten eigentlich jetzt hier mit drei Gästinnen und Gästen über deren Karrieren reden. Dann ist es anders gekommen. Und zwar, erzähl du oder soll ich erzählen? Nee, ich kann gerne vielleicht so allgemein so sagen, im Entertainment-Business ist es halt einfach super oft so, dass passiert, ey, die Menschen müssen vor der Kamera funktionieren, alles andere muss ausgeblendet werden und genau ist halt in diesem Bereich oder beziehungsweise heute einfach mal eingetreten, dass Familie beziehungsweise auch Gesundheit vorgeht. Das bedeutet, wir müssen leider Toni wie auch Raff entschuldigen aus familiären Gründen beziehungsweise aus gesundheitlichen Gründen. Raff liegt sogar tatsächlich noch im Vierjahreszeiten, also Grüße ans Vierjahreszeiten, guckt auch zu. Er hat es einfach leider nicht geschafft, hier zu sein. Es ist ja klar, dass das für uns auch ein bisschen schade ist, wenn sowas passiert, aber in beiden Fällen, also Toni hat der eine oder andere mitbekommen, gerade eine schwierige Phase und Raff ist einfach wirklich hart krank, ist ja. Aber hier liegt im Hotel und ich konnte nicht können. Dann habe ich mit André gesprochen, haben wir entschieden, was wir machen ist, wir schieben genau diesen Tagesordnungspunkt ins nächste Jahr. Wir machen Toni und Raff und André genau in der Diskussion im nächsten Jahr und holen das einfach nach und alle, die jetzt enttäuscht sind, weil Raff jetzt nicht kommt oder weil Toni nicht kommt und André nicht kommt, da muss ich um Entschuldigung bitten. Wir gewinnen dafür zumindest etwas Zeit für die nächsten Gäste und Gästinnen, also insofern bitte sehen uns das nach. Manchmal, wenn man mit Menschen arbeitet, wie du ja auch, dann passiert sowas. Lass uns trotzdem vielleicht ein paar Worte reden, weil ich schon spannend finde, über die Musikbranche aktuell. Schreib mal ganz kurz, du vertrittst ja oder managst verschiedenste Künstler, sag mal ein paar aus deinem Portfolio. Richtig. Wir sind weiterhin, also Two Sides ist eines der größten Independent-Labels sowie Independent-Managements in Deutschland, arbeiten mit verschiedensten Künstlern zusammen im Rap-Bereich, im Pop-Bereich. Hinzu haben wir letztes Jahr auch hier tatsächlich auf dem OMR announced, Totally, was auch mittlerweile eines der erfolgreichsten Creator-Managements in Deutschland ist, wo wir auch verschiedenste CreatorInnen vertreten und arbeiten komplett in diesem Entertainment-Bereich. Aber du willst keinen Namen nennen? Klar, also wir arbeiten von Bowser über Reezy hin bei Emilien zu Lena Meyer-Landrut, Younes Zaro, arbeiten mit Nick Kaufmann, Nils Güsel, aber auch im Vertrieb unter anderem mit Apache und zusammen. Also das sind schon einige der größten Namen überhaupt. Wie machst du die aktuell groß? Ich habe ja heute Morgen erzählt, TikTok ist Cultural Leadership, da kommt die neue Musik her. Ist es auch so bei dir mittlerweile alles über TikTok? Super viel. Also zum Beispiel jetzt gerade war, weiß ich nicht, wem das alles aufgefallen ist, aber bestes Beispiel Eminem Mockingbird auf The Voice Kids im Endeffekt ausgestrahlt worden, hat eine sehr super Sänger, also sehr junge, erfolgreiche Sängerin, Mockingbird performt über Eminem. Es ist auf TikTok getravelt und getravelt, hat mittlerweile, glaube ich, über 20 Millionen Aufrufe und mittlerweile war es dann zwischenzeitlich Platz 5 der deutschen Charts und Mockingbird ist, glaube ich, 15 Jahre alt oder sowas. Also TikTok beeinflusst immer mehr und mehr das Musikbusiness macht es aber auch für uns leicht, natürlich Musik zu vermarkten. Aber wie macht man das dann konkret? Es gibt mal ein paar Hinweise, jetzt sind ja hier viele Leute, die wollen nicht unbedingt Musik pushen, sondern die wollen andere Themen pushen, aber du hast ja heute Morgen vielleicht Duolingo mitbekommen, wie die bei TikTok vorgehen, wie geht ihr bei TikTok vor? Also machst du da auch jetzt hunderte von Accounts für einen Musiker oder was ist so der Ansatz? Tatsächlich haben wir mittlerweile auch Creatives bei uns sitzen, die sich halt wirklich vor allen Dingen auf TikTok fokussieren, TikTok-Kampagnen schreiben und sich dann halt einfach die Songs vornehmen, sich angucken, hey, was wäre die Möglichkeit, beste Kampagne für TikTok und dementsprechend dann da kreative Ideen runterschreiben. Wir buchen teilweise Creator mit dazu, die dann einfach auch den Sound benutzen, die sich selber kreative Ideen einfallen lassen, um so halt einen Trend oder Hype zu erzeugen. Ist es heutzutage noch möglich, einen Künstler, eine Künstlerin aufzubauen, ohne dass diese Person bei TikTok aktiv ist? Auf jeden Fall. Gibt es auch immer noch gute Beispiele. Ich glaube, Paschanim unter anderem ist immer noch einer der größten Künstler in Deutschland, hat kein TikTok-Profil, aber TikTok erleichtert uns es einfach. Also wir als Labels tun uns schon sehr schwer damit, wenn ein Künstler sagt, er will kein TikTok machen. Wie hat er das dann gemacht? Also wenn er jetzt Apache sagt, sogar hat TikTok hat kein TikTok-Profil, hätte ich jetzt mir nie vorstellen können. Was waren dann dessen Wege sozusagen, diese Art von Relevanz zu bekommen? Also nur das Produkt offensichtlich, die Musik ist gut, klar, aber ja. Was noch? Ich glaube weiterhin, Paschanim hat einfach eine super große Community.
Er hat erfolgreiche Musik und bei ihm ist es so, dass er einfach durch dieses Community-Gedanken schafft, er es trotzdem, seine Musik zu vermarkten. Und die Musik ist ja auch trotzdem auf TikTok. Also es ist nicht so, dass wenn ein Künstler kein TikTok hat, die Musik nicht auf TikTok ist, sondern die ist ja trotzdem verfügbar. Er kann es nämlich selber pushen, aber er greift dann wahrscheinlich auf Creator beziehungsweise hofft darauf einfach, dass die Sounds und der Trends dann so von anderen Leuten aufgegriffen werden. Was für Plattformen sind noch interessant, um jetzt aktuell neue Styles zu pushen, egal in welchem Bereich? Also du guckst dir ja alles an, welche Plattformen sind es? Ich glaube, Twitch ist mittlerweile einfach eine Riesenplattform, wo man Communities bilden kann. Für uns ist noch nicht mehr interessant unbedingt die Plattform, sondern viel interessanter ist einfach die Arbeit hinter den Künstlern. Also es ist so, dass auch wir, ne, wir sind, gehören zu Sony Music, das bedeutet, sind auch Teil eines Majors in dem Moment. Und was sich so ein bisschen geändert hat, ist, dass nicht nur noch das Label die ganze Arbeit macht, sondern halt einfach, dass auch die Künstler bzw. das Team hinter den Künstlern super viel Arbeit machen. Und deswegen ist es für mich mittlerweile heute nicht mehr nur noch der Künstler und die Plattform, sondern wir gucken uns ganz genau an, wer die Teams hinter Künstlern sind und gucken, wie kreativ die arbeiten können, weil meiner Meinung nach ist einfach das Wichtigste Community-Building und Kreativität heutzutage. Ich komme gerade an die Bar, verfolgt ihr so ein bisschen hier, was der Lukas, wenn ihr Fragen stellen wollt, also feel free, ne? Also da, ich guck mal da hinten, TikTok-Profile, wo kommen Künstler her? Ihr müsst nicht. Nur wenn ihr Lust habt, mit zu agieren, ihr könntet, ich will das nur so sagen, ihr könntet. Nochmal bitte? Ich habe es nur, meine Bargäste habe ich gerade so ein bisschen... falls Sie interagieren wollten, dann könnten Sie das tun. Dann frage ich dich aber nochmal selber, wo findest denn du die neuen Künstler? Also ich meine, das ist ja für dich dein Business. Du brauchst ja sozusagen am Ende Rohstoff. Wo guckst du dich um? Also wie melden sich bei dir? Wahrscheinlich nicht. Tatsächlich über YouTube, über TikTok. Ganz oft werden uns auch einfach Künstler vorgeschlagen. Also Künstler kommen von Produzenten. Künstler werden auch von Managern oft vorgeschlagen. Also mittlerweile haben wir das Glück, dass wir auf einem Standing sind, wo wir auch einfach viele Künstler angeboten bekommen haben. Und je nachdem sourcen wir, gucken wir uns das an und machen dann verschiedene Deals, Label-Deals, Vertriebsdeals. Hängt immer damit auch zusammen, was schon das Team vom Künstler mitbringt in dem Moment. Und dann versuchen wir die Musik so gut es geht zu vermarkten. Was wirklich, wie gesagt, spannend ist, Do-It-Yourself ist allgemein ja in der Entertainment-Industrie mittlerweile riesengroß geworden, auch vor allen Dingen im Label-Bereich ist das so. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel das Team vom Apache anguckt, sein Management dahinter, die sind mittlerweile, glaube ich, ein 6- bis 7-köpfiges Team. Die rocken alles selber, haben ja jetzt ihr eigenes Label gegründet und sieht man ja auch den Erfolg, den sie jetzt hatten, dass sie einfach so ein Ecosystem als Beispiel Team Apache, dass sie so ein Ecosystem geschaffen haben, das komplett autark funktioniert. Wir supporten da zum Beispiel nur noch was Vertriebs angeht, Beratung oder sowas, aber ansonsten funktioniert das mittlerweile alles selber und das ist auch bei vielen großen Künstlern heutzutage so, siehe Luciano, siehe Reezy etc., die da einfach wirklich gute Arbeit leisten. Das finden wir zum Beispiel super interessant, was da im Entertainment-Bereich gerade passiert. Glaubst du, dass es möglich ist für so Künstler wie Apache oder so, noch so eine Karriere zu haben, über die nächsten 20, 30 Jahre, so eine Udo Lindenberg-Karriere zu haben, wo man wirklich für das Land relevant bleibt über Jahrzehnte? Definitiv. Ich glaube, das liegt halt wirklich daran, dass auch er und sein Team einfach super nachhaltig agieren. Die machen sich super lange Gedanken. Es gibt auch da wiederum, einfach Beispiele, wo es man eher noch Track-by-Track-Business arbeitet. Aber bei Apache ist es zum Beispiel so, der macht sich, glaube ich, 100 Jahre lang Gedanken darüber, wie spielt er live, was passiert da, was für Musik released er. Und so holt er meiner Meinung nach einfach das Beste aus sich raus. Wird das Apache, glaubst du, dass der so da wirklich so eine jahrzehntelange Karriere auch selber konkret haben kann? Ich glaube schon. Also auch Raff, ne, schade echt, dass er leider nicht da ist, aber auch er hat jetzt ja mittlerweile schon so eine lange Karriere, hat ein Buch geschrieben, ist jetzt gerade wieder am Start, hatte sich sogar schon mal zurückgezogen, wollte jetzt aber nochmal auf die Bühne und ich glaube, wenn du wirklich nachhaltiger, also genauso wie im Produktbereich, wenn du nachhaltige Arbeit leistest, wenn du dich hinsetzt, wenn du ein gutes Team zur Verfügung hast, da kannst du heutzutage auch einfach eine super lange Künstlerkarriere aufbauen. Was ist deine Prognose für Domitiana, die ja gerade hier in der Mittagspause war? Hammer, Riesenfan tatsächlich, vor allen Dingen auch, weil sie so eine ganz neue Art von Musik prägt. Für uns ist vor noch 10, 15 Jahren, Rap war schon immer Jugendkultur,
Und auch viele Leute sagen aktuell so, ja, ist Rap noch Rap? Und dann Domiziana ist zum Beispiel das Beste, also ist für mich einer der besten Beispiele, es ist immer noch Rap. Es ist einfach mittlerweile ein anderer Sound, sie geht total in diese elektronische Richtung, aber macht unglaublich gute Musik, sieht ganz anders da aus und damit hat sie auch für sich eine Community gewonnen. Und ich glaube, Ziel davon ist es einfach, diese Communities zu halten, zu festigen und dementsprechend auch größer zu machen. Es gibt also die Legende, dass sozusagen ihre Karriere damit angefangen hat, dass irgendwer anderes ihren Song, den wir gerade gehört haben, Benzin, auf TikTok hochgeladen hat in höherer Geschwindigkeit, weil irgendwer das cool fand und dann auf einmal ist dieses Ding viral gegangen, ohne dass sie es überhaupt wusste, in höherer Geschwindigkeit, von jemand anderem gelauncht und jetzt ist sie auf einmal darüber erfolgreich geworden. Ist das, hast du es auch so verfolgt? Definitiv. Ich weiß jetzt nicht, ob es jemand anders war, aber es ist ganz oft so. Auch hatten wir bei uns ein Beispiel, Mixo McCloud hatten einen sehr, sehr erfolgreichen Song mit Nack Mako, Nachts wach. Der Song war super, also super gut gelaufen. Irgendwann hat ein total unbekannter DJ einfach Nachts wach sich geschnappt und hat das geremixed mit Lila Wolken. Vorher hatten wir, glaube ich, 5000 TikTok-Creations. Innerhalb von 48 Stunden hatten wir 35.000 TikTok-Creations. Das Ding ist komplett durch die Decke gegangen. Wir haben es dann nochmal als Remix ausgeliefert. Und mittlerweile hat sogar der Remix einen größeren Erfolg als der Originalsong. Wir hätten gerne als Label gesagt, hey, wir haben das irgendwie selber getan. Aber tatsächlich so war es nicht. Sondern das dann auch die Leute auf der Plattform, auf TikTok, die Community, die hat einfach sich den Song selber genommen, hat damit gearbeitet. Wir haben einfach in dem Moment gesagt, danke, aber ich glaube, genau das ist es halt, wie TikTok funktioniert. Es geht nicht immer darum, dass du alles bis zum Ende durchplanen musst, sondern manchmal musst du einfach nur machen und dir das Ganze angucken. Okay, okay. So, also ein bisschen mehr TikTok-Kontext zu dem, was wir heute Morgen erzählt haben. Das war mir wichtig, dass ihr ein bisschen mehr noch zu TikTok hört. Wir haben das ja heute Morgen als das große Thema, auch als Cultural Leadership Plattform beschrieben. Ich glaube, du erlebst es auch, das kann man raushören. Definitiv. Ich danke mich, dass du hierher gekommen bist, trotz der danke dir. Probleme mit unseren gemeinsamen Gästen, die es da gewesen wären. Definitiv. Lukas, genau. Und nächstes Jahr holen wir das Ganze nochmal nach. Nächstes Jahr holen wir das Ganze nach. Dann mit Toni, dann mit Raf und mit André, hoffentlich. Also Lukas, wir hören eh ab und zu voneinander. Definitiv. Pass auf dich auf. Mach's gut. Bis dann. So. Tschüss.